Waschgelände bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr habt es ja mitgekriegt. Den Schollenfund haben wir uns angeschaut. Hab heute auf jeden Fall sowas von ganz Zeit rumtelefoniert, damit wir das Auto heute noch bekommen. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, das gibt's gar nicht. Ich habe auf jeden Fall einen Abschlepper gefunden. Der Andreas hat schon angerufen, der war schon dort. Hab den Wagen schon eingeladen. Das heißt, die sind jeden Augenblick hier und werden das Auto entladen. Ich habe eure Kommentare natürlich gelesen. Und die ganzen Kommentare waren immer unterschiedlich. Der eine sagt, mach den zum Oldtimer, den 18T, VR6 oder sogar VR6 Turbo. Glaub mir, ich habe auf alles Bock. Aber lass das Ganze nochmal mit einem nüchternen Auge schauen, weil ihr wisst ja, Euphorie, das Auto habe ich gesehen, war sofort verliebt, sofort Motoren im Bauch und so. Lass uns auf jeden Fall gleich mal schauen, wie das von unten aussieht. Lohnt sich das eigentlich, was ich vorhabe? Zusammen, weil ihr wisst, mit 50.000 Augen ist es viel besser als mit 2 Augen. So, wir gucken uns den gleich an. Der kommt gleich und dann entladen wir den ganz kurz und dann schauen wir uns von unten an. Bis gleich. Voila, da ist er. Der ist jetzt in der Halle. Was für ein Gefühl. Kurz von außen. Gucken wir uns den jetzt ganz genau an. Natürlich, Reifen sind platt. Ist klar, Bremsen. Sowas braucht ihr gar nicht schon. Kotflügel muss erneuert werden. Hier verbeult. Vorne rostet der. Die Tür sieht eigentlich mal nicht schlecht aus. Ich kann mir sogar nur vorstellen, dass diese Tür auf jeden Fall schon mal erneuert wurde. Da kommen wir zu dem nächsten Problem. Hier seht ihr, ist eingedrückt. Das ist ein Problem. Ne, wenn das mal passiert, könnte das unten rosten. Die beiden Türen haben Rost. Sieht man auch schön. Hat auch Rost. Ja, sieht man schon. Der verliert hier Sachen hier. Okay. Ne, doch, funktioniert noch. Der ist nur, ja. Ja, das ist nur eine Technik. Die gehen doch gar nicht kaputt. Ja, die Tür brauchen wir da gar nicht schauen. Die Tür, glaube ich. Was sagt der eine oder andere Karosseriebauer hier? Kann man die Tür retten oder neue Tür? Ja, wobei, die sieht eigentlich mal nicht schlecht aus. Schön, dass wir das noch haben. Haben wir hier, ey, kein Rost. Unglaublich. Unglaublich. Kein Rost hier. Das ist schon mal sehr gut. Das gefällt mir. Die Stoßstange ist gut. Ich brauche einmal den Schlüssel, bitte. Hier sieht man, wurde aufgebrochen. Da wurde aufgebrochen, Schaltknopf wurde geklaut. Und ein Euro. Habe ich dich vergessen, Andreas? Guck mal, das ist aber auch was komisch, ne? Ja, was rede ich denn die ganze Zeit hier? Sorry. Achso, du meinst das mit dem aufgeschlossen? Ich habe das zugehört. Keiner hört mir zu. Ja, hätte ich jetzt gerne auch reingeschaut, ist aber auch nicht schlimm. Hier, den Schlüssel kann ich dir wieder geben. Ach, ich liebe doch diese Schlüssel, ne? Hier sieht man auch, ist verbeult, aber ist nicht schlimm. Rost hat der hier gar nicht. Das gefällt mir doch hier. Hier hinter drunter rostet das gerne auch nicht. Sehr schön. Diese Schwachstellen, siehst du schon? Rost ist okay. Hier wurde der auch mal drüber lackiert. Die sieht man auch sehr schön. Auch okay. Hier ist er ein bisschen dreckig. No, feucht? Ne, feucht kann er ja nicht sein. Aber ich muss echt sagen, Eidosch, von innen. Die Sitze sind noch sehr gut. Ist es normal, dass der Fahrersitz ein anderer ist? Nein, das ist ein anderer. Das heißt, der Fahrersitz ist ein anderer. Ausgetauscht. Das ist der Originale, der passt auch nach hinten. Schade, aber egal. Da werden wir bestimmt eins finden. Hier Seitenspiegel. Früher hat man gerne dran gespart. Oder es gab sogar bei 84 kein Seitenspiegel. Hier die Tür. Natürlich ein paar Sachen fehlen da. Schauen wir uns das an. Oben sieht ja auch noch gut aus. Ne? Ich so, keine Bäume, weil das ist ja. Das ist noch massiv, da gibt es nichts hier runter drüben. Das ist noch Qualität. Hier rostet der auch mal gerne, weil bei den Modellen ist ja nichts zum Kleben. Die sind gesteckt, das heißt, die Dichtung ab, kriegt ihr die Scheibe so raus. Kotflügel wurde gemacht, ist nicht schlimm, kommt ein neuer rein, wenn er jetzt durchgerostet ist. Spiegel ist defekt. Boah, hätte ich den Spiegel gesehen, hätte ich den nicht geholt. So, die Motorhaube hat hier leichten Rost, aber echt nur Flugrost. Ist nicht durchgerostet. Hier hat er ein bisschen, da hat er ein bisschen. Ne, das ist immer, wenn man da drauf schlägt, haben wir ein bisschen leichten Rostansatz, aber ist nicht gerostet. Ich meine, hier, da sieht es noch gut aus. Dass da hier nichts durchgerostet ist, finde ich auch sehr gut. Fassen wir zusammen.
Zwei Kotflügel, zwei Türen höchstwahrscheinlich. Das war's. Bisschen Rostansatz. Am Schweller haben wir da, ist da eingedrückt. Die Reifen und so, die brauchen wir nicht. Also Verschleiß brauchen wir uns gar nicht anschauen. Ob da irgendwas ausgeschlagen ist oder so, das interessiert keinen. Ah, hier, die Beule auch noch. Oh, außerdem, warum habe ich einen Krampf im Bein jetzt? Wir heben den jetzt hoch, gucken den von unten an. Das ist eigentlich das Wichtigste im Auto. Von oben kann echt sehr, sehr gut aussehen. Das ist alles kein Problem, das ist alles machbar. Aber wenn der unten durchgerostet ist, dann haben wir ein Problem. Wir heben den jetzt hoch, drück mir die Daumen. Ich hoffe mal, der sieht von unten genauso aus wie von oben. Und guck mal, Golf 2 hat damals einfach mal hier was zum Hochheben gemacht, was man bei Golf 3 gar nicht mehr gemacht hat. Hier wurde ganz eingedrückt, eingedrückt, eingedrückt. Was passiert von hier? Schöne Grüße an DS Garage. Könnt ihr mal sehen, was bei dem Golf alles passiert ist. Alles durchgerostet. Weil das ganze Blech immer kaputt geht, Flüssigkeit kommt rein und dann rostet das. Und hier hat man das nicht gemacht. Da hat man einfach mal eine Wagenaufnahme gemacht und gesagt, hier bitte hochheben, nirgendwo anders. Und darum sehen die auch so schön aus hier. Noch hat er noch alle vier? Ich weiß ja nicht, mal, weißt du, wie lange ich schon keinen Golf mehr hochgehoben habe? Also ja, so Golf 2. Vor allem nicht so einen. Nee, doch, hat er auch hin. So riesengroßer. Hier, zack, habe ich auch drauf. Das ist Qualität. Da haben die Ingenieure noch nachgedacht. Der Wagen ist oben, ich habe noch nicht geschaut. Motor brauchen wir gar nicht schon, ne? Also wie gesagt, Querlenker ist mir Latte. Wie sehen die Träger hier aus? Und die Träger sehen gut aus. Ja, ein bisschen Rost haben wir da, aber sonst gut. Da haben wir gar nichts. Auch ein bisschen Rost, auch sehr gut. So, hier, ich zeige jetzt erstmal, wo die ganzen Stellen gerne rosten. Hier oben, da sieht man schon eine Stelle. Da. Das ist der... Okay. Ich schätze mal, dass der Auspuff irgendwann kaputt gegangen ist und da drauf gehauen hat. Damals haben die noch so viel Wachs reingebracht. Ne? Achte mal. Was ist das? Damit der nicht rostet. Ach, das hat man gemacht. Ja, guck doch mal. Kein bisschen Rost. Hier. Hat es doch gut getan. Sieht aus wie neu. 37 Jahre alt und Wachs ist immer noch on point hier. Krass. Guck mal, wie sieht es hier von hinten aus? Hinten sieht der auch noch gut aus. Hier sieht's. Oh, hier brauche ich einmal nochmal einen Schraubenzieher. Also hier ist er ein bisschen durchgerostet. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn wir überhaupt keine Roststellen gefunden hätten. Hier oben. Hier ist er gut. Also ich bin beeindruckt, ne? Super. Super. Oh, hier haben wir, okay, guck mal. Das sind die typischen Stellen, die hier mal gerne rosten. Okay. Ne, ganz leicht. Ich will jetzt auch nicht zu weit drücken. Oh, der sieht gut aus. Hier oben sehe ich was. Aha, hier, die übliche Stelle. Hier sammelt sich gerne Wasser, wegen hier unten. Und dann rostet das gerne hier. Aber ist auch noch im wahrsten des Wortes im Rahmen. Hinterachslager ist tot. Hier auch noch ein ganz kleines Loch. Aber damit können wir leben. Da haben wir noch. Aha, hier haben wir noch. Hier haben wir noch ein bisschen. Da haben wir ein kleines Lochlein. Siehst du, hier ist weich. Riesen Anlasser für so einen kleinen Motor. Den verbaut ihr auch nur einmal im Leben. Dann braucht ihr den nie wieder verbauen. Also ich bin beeindruckt. Ein paar Stellen sind rostig. Ein, zwei kleine Löcher haben wir. Sonst haben wir nichts. Hier der liebe Andreas hat sehr, sehr viel Liebe reingesteckt. Überall wurde nochmal Unterbodenschutz reingemacht. Und ich sag euch, wenn dieses Unterbodenschutz nicht wäre, wären viele Sachen schon durchgerostet. Ne? Was sagst du zu dem Zustand, Aidosch? Für ein 84er Baujahr sieht der noch gut aus. Mein Golf 4 Cabrio da hinten hat mehr Rost als der hier. Also diese Substanz ist komplett da, um das, was wir vorhaben, komplett zu realisieren. Ist ein Baujahr 84, das Ding hat nichts. Ich sag euch, Querlenker neu rein, paar Stellen Schweiß, paar Dichtungen erneuern. Ich sag euch, Reifen, Bremsen erneuern, das Ding kriegt TÜV. Wir werden jede Menge Sachen bestellen, natürlich bei Autodoc. Vergiss nicht, mit Autodoc könnt ihr 2% sparen mit Kfz-Fuzzi. Wir haben ja sowieso jetzt Black Friday-Wochen, das heißt, könnt diesen Code sogar kombinieren. Mit Fernando Torres, habt ihr schon gehört, ja, FIFA-Weltmeister, Marketing-Botschafter von Autodoc. Und hier nochmal herzlich willkommen, da werden natürlich noch viele Aktionen kommen mit Fernando Torres. Diese Reifen sind vom Baujahr 1997, auch gut. Ist schon ein paar Jährchen her. Ihr habt die jetzt von unten gesehen und jetzt würde mich mal interessieren, was ihr jetzt dazu sagt, was wir jetzt damit machen sollen. Also ich bin von diesem Auto sehr beeindruckt. Mal
Maestro Eidosch. So. Hier sind ja wirklich Gartenschläuche. Das sind ja echt Gartenschläuche. Hier sind Gartenschläuche. Hier haben wir ja den Ausgebot gehabt, ne? Werden wir auf jeden Fall die Dichtung erneuern und danach gucken, ob wir den Motor erstmal vernünftig ankriegen. Was viele nicht wissen, hier, dahinter, da habe ich einen kompletten Lager. Solche Vergaserflanschen müsste ich noch rumfliegen haben. Werde ich aber beim nächsten Video machen, ob der dann super anspringt. Und wer weiß, vielleicht werden wir dann noch ein bisschen Reifendruck und so geben. So wie der aussieht, ist der verkehrssicher. Bis auf die Bremsen. Mal gucken, ob wir die Bremsen ein bisschen einfahren können. Wenn wir die Bremsen einfahren können, würde ich da schon gerne eine Runde damit drehen. Zwei Tage, ich muss einfach nicht schlafen. Ich weiß echt nicht, was soll ich damit machen. Andreas, hier nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns dieses Auto zur Verfügung gestellt hast. Du hast ja schon von Resonanz gesehen. Die Leute haben Bock auf dieses Projekt und ich auch. Also es wird geil. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.